Wirtschaft ist Care. Dieses ist, ist ja ganz entscheidend. Da steckt dieser Switch drin, der eigentlich in diesem Essay jetzt vollzogen wird, nämlich, dass ich die Definitionsmacht dessen, was eigentlich Wirtschaft ist, denjenigen, die das jetzt so für sich schon lange in Anspruch nehmen, entziehe. Ich sage das, was ihr so, vor allem implizit, explizit nicht, ich komme gleich darauf zu sprechen, was ihr so unter Wirtschaft einfach so versteht, einfach zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, es ist eine Podiumsdiskussion geplant und ein Vertreter der Wirtschaft tritt auf. Was stellt man sich denn da vor? Da stellt man sich sicher nicht eine Krankenpflegerin vor, die da auf das Podium steigt und schon gar keine Hausfrau. Da stellt man sich so einen mittelalterlichen Herrn mit heutzutage möglicherweise ohne Krawatte, aber jedenfalls so in diesem männlichen Einheitsstil und der erzählt dann was über Geld und über Profit und über Banken und über Krisen und über global und über sowas. Das ist die Wirtschaft. Es ist Aufgabe der Wirtschaftslehre zu untersuchen, wie die Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, da haben wir es wieder, am sinnvollsten hergestellt, verteilt und ge- oder verbraucht werden. Das steht auf Seite 9 auch ganz oben. Und diese Definitionen nehme ich beim Wort. Ich sage nämlich, es geht um, ihr sagt ja selber, es geht um die Befriedigung von Bedürfnissen. Und damit ist sozusagen, und das ist eigentlich der Trick bei diesem ganzen Essay, ist die Beweislast umgekehrt. Es ist nämlich jetzt im Moment so, und da auf die Geschichte komme ich gleich auch noch zu sprechen, dass die sogenannten Care-Ökonomen, die es ja schon länger gibt, also es fing ja an mit der Care-Ethik, mit Carol Gilligan, Anfang der 80er Jahre, 82 kam das, glaube ich, auf Englisch und 83 auf Deutsch oder so ähnlich, also die überhaupt diesen Begriff Care in die Debatte geworfen haben, als so eine Art alternative Einstellung zur Welt, die eben vom Sorgen ausgeht und nicht von dieser Vorstellung des Homo economicus, der für den eigenen Profit arbeitet. Der steckt ja seit ein paar hundert Jahre im Zentrum unserer ökonomischen Theorie. Im Jahr 1996 ist in Italien ein Buch erschienen von der Diotima Philosophengruppe und von der Libreria delle Donne di Milano. Das heißt, das Patriarchat ist zu Ende. Es ist passiert, nicht aus Zufall. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich damals, als ich das Buch in der Hand hatte, so ein Quadrat von Christel Göttert Verlag, dass ich da erstmal ganz schockiert war und dann aber dachte, ja genau, das denke ich eigentlich auch schon lange. Und vor allem in dem Sinn, dass mir das eine ungeheure Freiheit gibt, weiterzudenken. Also nicht in dem Sinn, ich muss da immer kämpfen, dagegen. Das habe ich lange gemacht, so seit dem Ende der 70er Jahre, seit ich Feministin wurde. Sondern dass ich eigentlich für die Zeit nach dem Patriarchat denke, wie wird es denn dann? Oder auch so ein bisschen vorbeugend, also wenn das dann zusammenbricht, und ich meine, im Moment bricht ziemlich viel zusammen, was machen wir denn dann? Also wie gehen wir denn das weiter, denkerisch, aber auch praktisch oder in Kommunitäten und so, also was tun wir danach? Und das ist natürlich für eine Denkerin viel, viel interessanter, als immer den anderen nachzuweisen, was sie für einen Mist machen. Deshalb fand ich das erstens befreiend und zweitens Kreativität fördern. Aber jetzt mal die Genossenschaft, die Weiberwirtschaft. Wo seht ihr denn Anknüpfungspunkte zu dem, was Ina gesagt hat? Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es auch Unterschiede? Ich habe mir so gedacht, ach, da die Frauen in Führung, das war so, da fingen sie so an, so da ist gar nichts zu reißen. Ne? Dachte ich, wie geht's euch denn damit jetzt, Ina und Katja? Also ich hatte irgendwie, mir ploppt im Kopf immer wieder dieses Wort Ungeduld auf. Und ich habe mich total erinnert gefühlt, blöder vielleicht Vergleich, aber der war so präsent eben, weil es möglicherweise auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen zu tun hatte. Wir saßen 1995 in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung und hatten den Wirtschaftsminister Müller zu Gast und haben gesagt, Mensch, wir brauchen eine Quote. Und da hat er gesagt, Mädels, regt euch nicht auf, in 10 Jahren ist der demografische Wandel so weiter, wird sich das erledigen. Und wir dachten, wie spinnt der? Wir sollen 10 Jahre warten? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und jetzt denken wir plötzlich in Jahrhunderten und ich bin über meine Stirn so eine Leuchtschrift herumgerührt. Ich finde diese Perspektive
Perspektive, aus einer philosophischen Perspektive, gut und richtig, aber wenn ich wieder diese Weiberwirtschaftsperspektive einnehme, geht mir das natürlich viel zu langsam. Und ich finde, der Preis ist so hoch, den die Frauen ganz konkret, akut bezahlen. Ich bin total aufgewühlt. Ich merke das auch. Ich habe auch das vorher gelesen. Ich bin aber froh, dass Sie jetzt noch mal so ein paar erläuternde Worte auch noch mal dazu gesagt haben. Ja, die Frage ist, ist das unter den äußeren Bedingungen, die jetzt da sind, überhaupt machbar? Was ist da überhaupt änderbar? Und selbst eine Angela Merkel oder selbst ein Barack Obama, die sind letztendlich ja alle in einem System drinnen. Und ja, meine Frage ist dann eben auch, wie kann man denn sowas verändern? Und ich hatte dann zwischendurch immer wieder Weiberwirtschaft, wo ich dachte, oh gut, wir haben es gut. Eigentlich haben wir es gut, weil wir hier selbstbestimmt ja auch arbeiten und wirtschaften. Und Ina, wie gehst du denn jetzt hier mit der Ungeduld? Ich könnte es ergänzen, ne? 350 Jahre braucht es, bis die Finanzinstitutionen gegendert sind, sagt die Elke Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn es so weitergeht in der Geschwindigkeit. Jetzt, wir wissen, ihr Kirchenfrauen habt einen langen Atem. Ja. Also diese Diskrepanz jetzt zwischen dem, was ihr macht und dem, was ich mache, die können wir nicht aus der Welt schaffen, die ist. Mhm. Und ich finde es ja schon mal gut, wenn ihr mir sagt, dass ihr findet, dass ich das einigermaßen richtig denke. Das finde ich schon mal gut. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass ihr sagt, das ist ein totaler Quatsch und es nützt uns überhaupt nichts, wenn da alle Kategorien durcheinander fliegen, dann wären wir ja noch unsicherer, dann wissen wir nachher nicht mal mehr, wie wir die Kita überhaupt nennen sollen, weil der Begriff ja schon wahrscheinlich... Alle Begriffe sind ja irgendwie dann falsch, oder? Und das ist ja eine große Verunsicherung. Und wenn ich euch dann so als Denkerin sage, ja, ihr müsst halt mit dem Durcheinander leben lernen, dann ist das natürlich wahnsinnig banal, oder? Und ich habe mir ein paar Sachen notiert, zu denen ich gerne was sagen würde. Das Erste ist gleich das Allererste, Care wäre sexy. Was heißt das? Oft die Folge, habe ich selber vor allem in der Grundeinkommensbewegung erlebt, dass wir als Spaßbremse wahrgenommen werden. Also immer, oh, jetzt kommen die wieder mit ihrem Care. So. Also dass jetzt müssen die wieder davon reden, dass Babys gewickelt werden müssen und dass wir alle fürsorgeabhängig sind. Das ist eine Spaßbremse, also wird so wahrgenommen. Und ich habe das lang irgendwie nicht kapiert, was da läuft und habe jetzt aber mit meiner eigenen Dualismus-Theorie gemerkt, das ist ganz logisch. Eben weil das Care als reproduktiv wahrgenommen wird und damit als ein Gegensatz von Kreativität. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wie ich das empfinde, also zum Beispiel als meine Tochter klein war, natürlich gab es die Phasen, wo es mir furchtbar langweilig war, aber es gab es auch die Phasen, wo ich mich als viel kreativer empfunden habe, als ich zum Beispiel, wenn ich am Schreibtisch sitze, da 5 Stunden am Tag. Anfangen statt abwarten. Finde ich total wichtig, machen ja auch viele von uns schon. Also die Weiberwirtschaft ist ein gutes Beispiel, meine Schreibe ist ein gutes Beispiel. Aber das Ding hat auch einen sehr ernsthaften Hintergrund, weil, da waren wir bei uns in der Gruppe dran, es könnte ja auch sein, dass wir die Veränderung, die wir uns jetzt für in 10 oder 20 Jahren vorstellen, gar nicht selber bewirken, sondern dass die von außen kommt. Also dass uns zum Beispiel tatsächlich so geht wie den Griechen, dass die Krise jetzt wirklich dazu führt, dass das ganze Sozialsystem und alles zusammenbricht und wir dann wirklich nicht mehr wissen, wie wir uns über Wasser halten sollen ökonomisch und wo wir die Medikamente herkriegen sollen und dass wir vielleicht, wenn jemand einen Krebs hat, eine wirklich kein Medikament mehr findet. So ist es in Griechenland. Und das muss man auch einkalkulieren. Auch wir hier in unserem, also Schweiz ist ja noch viel schlimmer, weil Deutschland hatte ja immerhin etliche Krisen jetzt mit der Wiedervereinigung und auch vorher schon mit dem Krieg und so. Also ihr seid ja das Krisenbewältigen schon ein bisschen mehr gewöhnt. Also ich bin ja auch aus Deutschland. Aber die Schweizer sind da noch viel behäbiger, weil die wirklich das Gefühl haben, die Schweiz, die gab es schon vor 500 Jahren und in 500 Jahren wird sie immer noch gleich reich sein. Und das glaube ich eben nicht. Und deshalb ist das mit dem Anfangen hat auch einen sehr ernsthaften Hintergrund, weil nämlich Anfangen auch bedeutet, dass, falls die Krise von außen kommt, wir dann gewappnet sind, weil wir nämlich dann schon Strukturen haben und weil wir das Wissen, das wir alle haben, schon in Anwendung haben. Und das finde ich auch noch ganz wichtig. Das spricht sehr für dieses Anfangen statt Abwarten, dass wir nicht von der Regierung oder vom Parlament oder vom System erwarten, dass es unsere Probleme löst, sondern dass wir auch aus Selbstschutz einfach anfangen.
damit wir nachher gewappnet sind.